frühmorgens im äußersten Norden von Hongkong. Eine gigantische Brücke führt nach Festlandchina. Fischerboote aus ganz Südostasien bieten ihren Fang hier zum Verkauf. Meeresfrüchte sind in Hongkong besonders begehrt und erzielen entsprechend hohe Preise. Das Entladen der Boote muss schnell gehen. Die einsetzende Flut beginnt, die Zufahrtswege zu überspülen. Wohl kaum eine Küche legt so viel Wert auf frische und auf Meeresfrüchte wie die chinesische. Lau Ka-lings Meeresfrüchte-Lokal Happy Seafood profitiert von seiner Lage. Hongkong ist kulturell Teil der Provinz Guangdong, früher auch Kanton genannt. Die kantonesische Küche ist undenkbar ohne den sogenannten Wok, eine halbrunde Pfanne, die im Unterschied zu westlichen Pfannen nicht über Boden und Wand verfügt. Bei hohen Temperaturen von bis zu 240 Grad wird das Essen im Wok umgerührt und kurz angebraten. Das Herrichten auf dem Teller muss rasch gehen. Denn in der chinesischen Küche soll das Essen möglichst heiß serviert und gegessen werden. Als nächstes werden sogenannte Bambusmuscheln zubereitet. Auch sie werden ganz kurz und ganz heiß gebraten. Lau Ka-ling macht das zu seiner Show. Nach der Vorstellung in der Küche wird gegessen. Im Unterschied zum Westen bestellt man nicht individuell, sondern alle Gerichte werden in die Mitte gestellt und geteilt. Dabei geht es nicht nur um das Teilen, sondern auch darum, möglichst vielfältig zu essen. Die eindrückliche Auslage ist das beste Verkaufsargument der Bar à Huîtres in Paris Montparnasse. Sie verführt sogar Touristen, die sich noch nie an Austern gewagt haben. Der Austernspezialist empfiehlt, die Auster zu kauen und sie nicht einfach lebend zu schlucken. So entwickelt sich der Geschmack besser. Weltweit gibt es rund 100 verschiedene Austernarten. Diese kommt aus der Marraine, aus dem Mittelmeer der Bretagne. Dann hat es Creuse aus der Normandie, eine Plat aus der Bretagne und nochmals eine Creuse. Die Austern unterscheiden sich nicht nur in der Form, sondern auch im Geschmack. André Transcorf, Chef Écaillé, ist einer der schnellsten Austernöffner Frankreichs. Sein Rekord für 100 Stück liegt bei 5 Minuten 20 Sekunden. Als erstes braucht man ein Messer mit einer feinen, aber spitzen Klinge. Wir werden die Auster in drei Schritten öffnen. Als erstes durchtrennen wir den Nerv. Dann dreht man die Klinge und schneidet den Deckel ab. So erhält man eine Auster, die ganz in ihrer Schale liegt. Austern sind sehr gesund. Sie enthalten Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Zink, das die Freisetzung von Testosteron fördert. Ihren Ruf als Aphrodisiakum haben sie wohl auch wegen ihres Aussehens. Cäsar, Napoleon oder der französische Sonnenkönig Louis XIV sollen auf ihre Wirkung geschworen haben. Die Austern spielten am französischen Hof eine große Rolle. Louis XIV hat sie schon zum Frühstück gegessen. Er ließ sie aus Cancale in der Bretagne liefern. Aber nur in Monaten mit R. Von Mai bis August war es zu warm, um sie nach Paris zu transportieren. Bis heute sind Austern im Sommer mit Vorsicht zu genießen, denn gewisse Arten laichen und werden milchig. Cancale ist ein Zentrum der französischen Austernzucht geblieben. Die flache Küste und der große Tidenhub von 14 Metern bieten ideale Bedingungen. Weltweit werden jährlich 4 Millionen Tonnen Austern produziert, vor allem in China. Frankreich liegt mit rund 120.000 Tonnen in Europa an der Spitze. Entlang der Küste bei Cancale haben sich 50 Austernfarmen angesiedelt. Eine der größten heißt Le Parc Saint-Gerbert, die 800 Tonnen Austern jährlich produziert. Nach 4 Jahren im Meer sind die Austern bereit für den Verkauf.
Als erstes werden sie nach Größe sortiert. Zu kleine Austern dürfen zurück ins Wasser. Die anderen kommen für 3 bis 4 Tage in ein großes Becken, das immer wieder mit sauberem Meerwasser geflutet wird. Damit sie am Leben bleiben, müssen sie ihre Schalen hermetisch verschließen. Das tun sie auf dem Trockenen und behalten so das Wasser im Inneren. Der zweite Grund, wieso wir die Austern in den Becken halten, sie reinigen sich und geben Sand und andere Fremdkörper ab. Anschließend werden sie verpackt. Dabei wird jede einzelne Auster überprüft. Japan besteht aus beinahe 7000 Inseln. Fischerhäfen finden sich überall, wie hier auf der südlichen Hauptinsel Kyushu gegenüber Südkorea. Obwohl die Fischzucht immer wichtiger wird, stammen noch immer über die Hälfte der Bestände aus Wildfang. Über 400.000 Fischerboote sind registriert. Ungefähr 8% des weltweiten Fischfangs werden in Japan eingebracht. Kein Wunder, isst doch jeder Japaner im Schnitt 200 Gramm Fisch pro Tag. Der Bedarf ist so groß, dass er sich nur mit zusätzlichen Importen befriedigen lässt. Frisch muss er sein, der Fisch. Deshalb sieht man häufig Tankwagen, die Fische lebend transportieren. Der Tintenfisch wird hier so frisch serviert, dass er noch zu leben scheint. Ursprünglich war auch Tokio ein kleines Fischerdorf namens Edo. Erst im 15. Jahrhundert nahm es langsam seinen Aufschwung. Heute bildet Tokio zusammen mit Yokohama die größte Agglomeration der Welt. Je nach Zählmethode leben hier zwischen 35 und 39 Millionen Menschen. Es erstaunt also nicht, dass der Tokioter Fischmarkt der größte der Welt ist. Jeden Morgen um 3 Uhr in der Früh werden hier gefrorene Thunfische aus aller Welt ausgeladen. Am begehrtesten von allen Thunfischarten ist der rote Thunfisch, auch Blauflossen-Thunfisch genannt. Die größten Exemplare sind 350 und mehr Kilo schwer. Während Spanien die meisten roten Thunfische fängt, werden 80% der roten Thunfische in Japan gegessen. Doch der rote Thunfisch ist massiv überfischt und steht auf der Liste der bedrohten Tierarten. Nur noch 6% seiner ursprünglichen Bestände sollen in Mittelmeer und Atlantik übrig sein. Mit der zunehmenden Seltenheit sind die Preise für Thunfisch stark angestiegen. Bis zu 1.000 Franken werden für ein Kilo des allerbesten Thunfisches bezahlt. Doch die Welt der Meere hält noch andere, exotischere Delikatessen bereit, die im Westen kaum jemand kennt. Den Fugu, den giftigen Kugelfisch zum Beispiel. Etwa 100 Arten gibt es weltweit. In Japan gelten die potenziell tödlichen Fische als Delikatesse. 35.000, zumeist professionelle Einkäufer, kommen täglich nach Tsukiji auf den größten Fischmarkt der Welt. Der weitaus größte Teil der Meerestiere geht an Hotels und Restaurants. Wer in Japan Kugelfische verkauft, braucht eine Lizenz. Aber auch wer Fugus kaufen will, muss eine haben. Rikizo Okamoto besitzt ein Fugu-Restaurant und natürlich auch eine Lizenz. Er sucht hier nicht die in letzter Zeit immer populäreren ungiftigen Zuchtfugus. Der wahre Kenner hält nur nach einem Ausschau. Nach möglichst frischen, giftigen Naturfugus. Und zwar nach Thora-Fugus, nach Tigerkugelfischen, dem Kobe-Beef der Fugu-Küche. Eines der historischen Zentren von Tokio ist rund um den Asakusa-Tempel. Hier befinden sich die meisten Natur-Fugu-Restaurants. Auch für die Zubereitung von Fugu braucht man eine Lizenz. Das Gift im Fugu, Tetrodotoxin, ist nämlich 1000 Mal wirksamer als Cyanid und ein Gegengift gibt es nicht. Das Gift lähmt, lässt seine Opfer aber bei vollem Bewusstsein.
Die richtige Zubereitung ist entscheidend. Haut und Innereien des Fisches sind giftig. Das giftfreie Muskelfleisch darf nicht kontaminiert werden. In geringen Dosen löst das Fuku-Gift Taubheitsgefühle im Mund aus und wirkt berauschend. Doch dass gewisse Gäste darauf aus sein könnten, das Gift in ganz kleinen Mengen spüren zu wollen, davon will man hier nichts wissen. Vor 50 Jahren starben in Japan jährlich noch über 100 Menschen an einer Fugu-Vergiftung. Heute sind es gerade noch 3 Personen jährlich. Alles Opfer nicht lizenzierter Hobby- und Freizeitköche. Das Meer ist ein Füllhorn an Köstlichkeiten. Doch viele Arten sind überfischt und gefährdet. Die industrielle Fischerei bedroht nicht nur die Bestände und die Vielfalt der Meerestiere, sondern auch die Existenz der Kleinfischer. Nur durch eine nachhaltige und kontrollierte Fischereiwirtschaft kann diese einzigartige Unterwasserwelt erhalten bleiben.